Johannes Tetzel in Jüterbock. Ja, Johannes Tetzel in Jüterbock. Deshalb, weil Wittenberg ganz in der Nähe liegt, 30 Kilometer entfernt. Dort lebte Luther und seine Mitstreiter. Und das war für Tetzel nicht so eine gute Sache, weil Luther natürlich ein Widerpart war. Und durch Tetzels Ablassverkäufe war er Luther herausgefordert, zum Beispiel die 95 Thesen zu veröffentlichen. Und insofern ist das also eine interessante Sache, dass hier viel Leute aus Wittenberg auch zu Tetzel kamen, der sich meines Erachtens nicht so ganz genau hineintraute nach Wittenberg in die Höhle des Löwen. Was hat er denn genau gemacht, der Herr Tetzel? Naja, es geht also nicht um die Vergebung der Strafen, die man durch Sünden auf sich geladen hat, sondern es geht um die Bußübung. Also jede Beichte ist ja also verbunden damit, dass Menschen etwas leisten zur Wiedergutmachung, in Anführungszeichen. Und darum ging es. Das ist also der Ablass, diese Strafen zu vergeben. Und das war also und das war nun die Erfindung, weiß ich nicht, von Tetzel, aber er war also mit ihm verbindet sich das, dass er sagte, ich gegen Geld könnt ihr einen Ablassbrief bekommen, also euch sind dann diese Bußleistungen vergeben, wenn ihr eine bestimmte Summe Geldes einzahlt. Hat das noch eventuell einen Bezug auf das heutige Leben? Gar nicht mehr, gar nicht. Also das muss man ganz einfach sagen, mit der Reformation ist dies auch zu Ende gegangen dann. Das war für die Kirche eine Einnahmequelle, um den Ablassverkäufer herum entstand viel Leben. Also das war gar nicht so ablehnend von den Städten gedacht, die so einen Händler bei sich hatten, in Anführungszeichen. Aber in Jüterbock lebt er ja noch, zumindest in Form der Tetzelstuben. Ja, und wir haben ja also viele Erinnerungen. In Jüterbock wird in der Nikolaikirche ein großer Kasten gezeigt. Angeblich hätte er dort das Geld hineingesammelt. Der ist aber so groß, den kann man gar nicht transportieren, diesen Kasten. Der wird wohl zur Aufbewahrung von Urkunden sein. Dann die katholische Kirche hat noch eine Kapelle. Und diese Kapelle ist die Wohnstube von Tetzel, als er hier in Jüterbock lebte.